Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Im letzten Part passierte Folgendes. Es war unglaublich, was bisher geschah. Für sein finales Wunder löst Randall eine Sandlawine aus, unter der die Stadt begraben werden soll. Im Rennen gegen die Zeit eilte Professor zum Denkmal in der Hoffnung, die Stadt zu retten. Denn es hat sich herausgestellt, Randall ist der maskierte Gentleman. Wer hätte es erwartet? Und ja, er hat nun ein letztes Wunder geplant, und zwar Montador dem Erdboden gleich zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er will, wie gesagt, die ganze Stadt mit einer Sandlawine begraben und unter Sand begraben. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Er will es Henry heimzahlen, und wir müssen jetzt unbedingt schnell zum Denkmal, weil der Professor irgendwas vorhat. Ich weiß aber noch nicht was. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo geht's denn überhaupt zum Denkmal? Ist mir ein bisschen laut, ne? Ne, hier ging's dann zur Gruselkammer, genau. So, bisschen leiser, okay. Nee, ist glaube ich zu leise, oder? Alles ist menschenleer, weil die Leute alle flüchten. Ah, hier ist das Denkmal. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt überhaupt noch hinkommen könnte, jetzt, wo überall schon Sand ist. Wir sind angekommen, Professor. Und jetzt? Der Sand türmt sich immer höher auf. Wenn wir die Maske der Ordnung hätten, könnten wir die Macht der Maske des Chaos aufheben. Henry, sag uns, wo sie ist. Wovon in aller Welt redest du, Angela? Wir haben keine Zeit für Spielchen. Die Stadt geht unter. Willst du das etwa einfach so zulassen? Gib mir die Maske der Ordnung. Angela, du allen voran solltest wissen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wo sie ist. Angela, bitte beruhige dich. Die Maske der Ordnung befindet sich an einem sicheren Ort. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wie? Woher wissen Sie das? Professor, die Zeit rennt uns davon. Einzig und allein ein echtes Wunder kann die Stadt jetzt noch vor dem Untergang bewahren. Professor, Sie meinen doch nicht. Doch, Luke, es ist an der Zeit, das letzte Rätsel von Akbardein zu lösen. Wenn meine Theorie sich bewahrheitet, sollten wir noch imstande sein, Montedor zu retten. Meint er etwa das? Oh. Ihr solltet ja nicht vergessen, dass Montedor direkt auf den Ruinen von Akbardein gebaut worden ist, oder sehe ich das falsch? Wir haben mal eine Karte gefunden, zumindest hat Professor Layton die eine mal gefunden. Das letzte Rätsel von Akbardein. Ja. Das letzte Rätsel von Akbardein? Aber was hat das denn mit der Rettung der Stadt zu tun? Und der Eingang zu den Ruinen befindet sich doch auch ganz woanders, oder, Professor? Weit außerhalb der Stadt? Exakt. Allerdings handelt es sich dabei nur um den Haupteingang. Den Eingang für Besucher, wenn man so will. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die alte Karte, die ich im Hotel Reunion entdeckt habe, hielt eine Überraschung bereit. Bei einer Expedition in die Ruinen vor Akbardein vor 18 Jahren bin ich bis zur tiefsten Ebene vorgestoßen. Der Schatz, den ich dort vorfand, war zwar ein Quell des Reichtums, jedoch von geringem archäologischem Wert. Das Gold und die Juwelen waren ein Trick der Aslanti, um den wahren Zweck der Ruinen zu verschleiern. Okay, das ist wiederum ein weiterer Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Das war nur eine Vermutung von mir. Wenn du auf materielle Bereicherung aus bist, würde sich damit zufrieden geben. Doch das, was wirklich in den Tiefen der Ruinen versteckt lag, würde weiterhin verborgen bleiben. Eventuell geht es um die Stadt, die Randall getroffen, auf, ja, die Randall gefunden hatte, als er ja stürzte, oder? Kann sein. Und das wäre? Henry, du hast die letzte Ruinenebene mit eigenen Augen gesehen. Kannst du dich noch an die Zeichen erinnern? Oh. Wie könnte ich sie je vergessen? So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Aber ich konnte mir nicht erklären, was sie zu bedeuten hatten. Seht euch das hier an. Was ist das? Als das Hotel Reunion gebaut wurde, war die Gegend eine Wüstenoase inmitten antiker Ruinen. Diese Karte zeigt die Region vor der Gründung Montedors. Wenn wir die Oase als Zentrum nehmen, könnt ihr dann sehen, wie die Ruinen sich in die Struktur einfügen. Sag bloß. Die Form ist dieselbe wie jene der Zeichen. Aber was bedeutet das, Professor? Es bedeutet, dass sich die Akbardein-Ruinen meilenweit unter der Erde erstrecken und Montedor auf ihrem Zentrum erbaut ist. Ich hab's doch gewusst. Die tiefste Kammer, das Herzstück der Ruinen sozusagen, das für Ionen verborgen lag, liegt direkt zu unseren Füßen. Henry, ich dachte, dass du dies bereits wusstest. Zumindest deuteten deine Expeditionsaufzeichnungen als an. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass. Das ist unglaublich, Professor! Wenn wir das Geheimnis um Akbardein lüften, werden auch die versteckten ursprünglichen Gemächer freigelegt.
die ursprünglichen Gemächer. Jedoch brauchen wir beide Masken, um dies zu bewerkstelligen. Sowohl die Maske des Chaos als auch die Maske der Ordnung. Und damit haben wir ein weiteres Geheimnis, glaube ich, gelöst, oder? Ja. Seltsame Spuren. Tief unterhalb des Zentrums von Montedor liegen die Ruinen von Akbardein verborgen. Erhabene Spuren der Aslant-Zivilisation. Die Überbleibsel, die man an der Oberfläche fand, waren nur ein Bruchteil jenes vorzeitlichen Baus. Sogar mir war nicht bekannt, dass Montedor direkt über den Akbardein-Ruinen liegt. Was für eine Entdeckung. Irgendwie habe ich das auch schon geahnt. So fast. Da, wo Sturm es hergeht, treffe ich dich, Layton. Überraschung, und jetzt sag, was geht hier vor sich? Ja, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass er jetzt kommt, deswegen meine Stimme jetzt gerade nicht so toll und die Betonung war auch gerade nicht gut. Egal. Wo zum Kuckuck kommt dieser ganze Sand her? Verzeih, aber es bleibt keine Zeit für Erklärungen. Du solltest jedoch wissen, dass sich die Stadt in außerordentlicher Gefahr befindet. Das sehe ich selbst. Ist das etwa schon wieder das Werk des maskierten Gentleman? Siehst du, Henry, siehst du, was passiert, wenn du aus Profitgier die Polizei auf mich hetzt? Dawson, hör mir zu. Randall ist der maskierte Gentleman. Randall, bitte? Hast du jetzt ganz den Verstand verloren? Ist dir etwa Sand ins Hirn gerieselt? Es ist wahr, Dawson. Randall lebt. Randall am Leben? Aber wie kann das sein? Er ist auf dem Weg zum Gallery Plaza. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. In Ordnung, Henry. Ich bin dabei. Aber ich mache das nur zum Schütze der Stadt, damit das klar ist. Mit dir habe ich später noch ein Hühnchen zu rupfen. Nun suchen wir nach dem Eingang zu den Ruinen. Laut der Markierung auf der Karte sollte er sich hier irgendwo befinden. Wahrscheinlich unter dem Denkmal. Ja, teilen wir uns auf und finden ihn so schnell wie möglich. Nun gut. Dann mal los. Boah, Leute. Ich bin so gespannt. Das ist jetzt übrigens eine neue Aufnahmesession. Der letzte Part war der letzte Teil der letzten Aufnahmesession. Bla 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 bla. Ich kam leider nicht mehr weiter zum Aufnehmen, weil die Kamera sonst ausgegangen wäre irgendwann. Oh Mann, das Spiel ist gerade so spannend. Und du suchst das Denkmal gründlich. Ja, das war ein super Tipp gerade. Ach, man kann ja dahinter gucken. Ach Mensch, was ist das denn? Ein Rätsel. Na, wer hätte erwartet? Hey, hier drüben! Luke, das ist doch nur ein Kanaldeckel. Oh Moment, dieses Motiv. Sie haben es erfasst, Emmy. Los, öffnen wir es. Oder ihn. Oder wie auch immer. Neues Rätsel und die Musik bleibt sogar. Rätsel Nummer 134. Pfeile, Siegel. 45 Pikarat. Auf viele dieser Steinplatten sind zwei Pfeile gemalt. Um den Einstieg zu öffnen, müssen die Steine so angeordnet werden, dass in jeder Reihe, Spalte und auch auf den beiden Diagonalen der Tafel jeweils ein Pfeil in jede Richtung erscheint. Die roten Steinplatten sind fixiert und lassen sich nicht bewegen. Doch die verbleibenden kannst du frei drehen und umherschieben. Kriegst du das hin? Achso, das ist jetzt die Frage. Kriegst du das hin? Wenn ich jetzt sage nein, ist das jetzt die richtige Antwort, oder? Nein, ich glaube nicht. Ach, das sieht ja interessant aus. Könnt ihr jetzt auch mal lesen, auf jede Steinplatte? Warte mal, ich wechsle meinen Bildschirm, dann seht ihr auch was gemeint ist, vor allen Dingen. Also auf jede dieser Steinplatten sind zwei Pfeile gemalt. Na? Okay, ja, das sind insgesamt Steinplatten, so. Und um den Einstieg zu öffnen, müssen die Steine so angeordnet werden, dass in jeder Reihe, Spalte und auch auf den beiden Diagonalen der Tafel jeweils ein Pfeil in jede Richtung zeigt. Ach so, wie eine Art Sudoku, wenn man so will. Die roten Steinplatten sind fixiert und lassen sich nicht bewegen. Okay, das ist wie eine Art Sudoku, falls man das kennen sollte. Ja, das wird kompliziert. Das fand ich eine gute Idee von mir. Das passt nämlich. Ich glaube, das ist auch der einzige, der passt. Nach oben und unten, nach rechts und links. Guck noch irgendwas anderes nach rechts und links. Das würde auch noch gehen. Ich pack's mal hier neben. Nee, das geht nicht. Okay, dann muss der passen, weil der würde in die gleiche Richtung zeigen. Ja, das heißt, der muss da sitzen. Aufgrund dieser Spalte hier. Geht sonst nicht anders. Alles klar, dann haben wir schon mal den ersten gefunden. So, jetzt brauchen wir einen, der nach oben guckt und einer nach links guckt. Wie der zum Beispiel. Aber der guckt auch nach oben, nach links. Aber ein anderer würde nicht passen. Dann lassen wir es mal hier erstmal sein. Wie sieht es denn hier aus? Rechts und links brauchen wir wieder. Das heißt, so ein zum Beispiel. Alles klar. Hier rechts, also hier rechts und links jeweils. Damit die anderen mal sieht. Mindestens einer guckt nach unten. Ja, immer einer nach unten. Das heißt, der muss hier sein. Entweder so. Hoppla. Oder anders. Also andersrum. Beides ergibt im Moment noch Sinn. Also das ist noch variabel hier.
Jetzt muss ich überlegen. Das heißt, wir brauchen einen, der nach oben guckt. So guckt einer nach oben. So guckt auch einer nach oben. Und so auch. Alles klar. Da guckt einer nach links. Noch einer nach links und hier nach rechts. Das heißt, ich brauche... Das ist echt nicht einfach. Okay, ich würde sagen, wir machen hier weiter. Denn hier sind ja schon drei fertig. Es kann nur einen geben, der jetzt hier hinpasst. Hier muss einer hin, der nach rechts guckt. Warte mal. So zum Beispiel. Das können nur einer der beiden sein. Und hier, einer, der nach unten guckt. Das heißt, der hier muss es sein. Der guckt dann nach rechts, der guckt nach unten. So, und dann bleibt nicht mehr viel übrig bald. Die müssen beide so hin, na, so ähnlich zumindest. Und so wie es ist, sieht es ganz gut aus. Ich übernehme das mal so. Hoppla. Obwohl, ich darf nicht vergessen... Oh, das war bereits die Antwort. Oh. Dann wollen wir mal sehen. Ich wollte es auch noch überprüfen. Eine famose Rätselaufgabe. Ich habe ganz übersehen, dass unten rechts ja kein Antwortknopf war. Das wurde automatisch gemacht. Ich wollte es nämlich einfach überprüfen auf Spalte, Zeile und Diagonale vor allen Dingen. Das habe ich gar nicht bedacht eigentlich. Na gut. Richtig. Was wohl im Untergrund auf dich wartet, sehen wir jetzt nach. So. Gut, lasst uns gehen. Aber brauchen wir dafür nicht die Maske des Chaos, Herschel? Durchaus, ich habe sie hier bei mir. Was? Wie? Ich habe sie im Hotel Reunion gefunden. Die echte Maske des Chaos im Archiv versteckt. Dort, wo du sie zurückgelassen hattest. Ich... Was meinst du? Professor, hat etwa Angela die Maske versteckt? Anscheinend ja. Ich erkläre alles später. Wir müssen geschwind handeln, wenn die Stadt den morgigen Tag noch erleben soll. Aber was hast du vor? Genau, selbst wenn wir die Maske des Chaos haben, brauchen wir immer noch die Maske der Ordnung, oder? Keine Sorge, Luke. Ich weiß genau, wo sich diese befindet. Komm, Angela. Ich werde deine Hilfe benötigen. Also, da los. Super animiert. Ich dachte eben, es kommt ein Film, aber das, dann würde ja der obere und der untere Bildschirmrand auch irgendwie mit reagieren. Wir sind direkt in den Ruinen. Tatsächlich, sofort. Wo sind wir? Dies ist die tiefste Kammer von Aqualdine, zu welcher Randall und ich nie vorgedrungen waren. Sie war also die ganze Zeit hier. Und um hinter das Geheimnis dieses Raums zu gelangen, benötigen wir beide Masken. Dieser Ort kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Wem auch? Du sagtest, du wüsstest, wo die Maske der Ordnung sei. In der Tat, ich werde es euch zeigen. Diese Inschrift hier ist die gleiche wie diejenige, die Randall vor Jahren auf der Steintafel entschlüsselt hat. Nur jene, die über Ordnung und Chaos herrschen, werden unser Vermächtnis enthüllen. Stets vereinen sich zwei Hälften zu einem Ganzen. Seht ihr die zwei Sockel da drüben? Darauf müssen wir die beiden Masken anbringen, um den Mechanismus in Gang zu setzen. So können wir das Geheimnis von Aqualdine entschlüsseln und Montedor vor dem Untergang bewahren. Herschel, hör auf, in Rätseln zu sprechen. Verrate uns endlich, wo die Maske der Ordnung ist. Du dachtest, Henry hätte mit dem Schatz auch die Maske der Ordnung gefunden und sie vor dir versteckt. Haltlose Annahmen sind stets gefährlich. Lass dir die Botschaft erneut durch den Kopf gehen. Stets vereinen sich zwei Hälften zu einem Ganzen. Warte mal, ist in der Maske des Chaos die Maske der Ordnung? Oder andersrum? Zwei Hälften? Nein, das kann nicht sein. Oh yeah. Ich hab's irgendwie geahnt. Und damit ist der Part für heute beendet. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.